Eine Woche nach dem Trainingsbeginn geht es für den FC Eintracht Norderstedt zum ersten Testspiel beim Duvenstedter SV. Die Gastgeber aktuell auf einem Abstiegsplatz in der Bezirksliga 4. Für sie gilt es heute auch, gegen den Regionalligisten wichtige Erkenntnisse für den Abstiegskampf zu sammeln. Norderstedt in dunkelblau von rechts nach links, die Gastgeber im Leibchenpink, weil die Trikots zu ähnlich sind. Beflügeln tut das eher die Gäste. Kang Min Choi mit der ersten Chance, der Koreaner scheitert hier aber an Joshua Bakker. Dann mal Duvenstedt, Eckball und Rojo per Kopf. Etwas weiter am Tor vorbei. Es ist eine der wenigen Chancen der Gastgeber im ersten Durchgang. Die Dominanz kommt aus Schleswig-Holstein. Eckball Norderstedt. Hölscher und Dreker hält den Fuß noch in 0:1 nach 29 Minuten. Lange Zeit das 0:0 hart umkämpft. Jetzt kommt der Bezirksligist aber einen Schritt zu spät. Den macht aber der offensive Mittelfeldmann Dreker. Er ist zur Stelle. Ballgewinn Müller. Choi wieder mit unwiderstehlichem Antritt. Rechts läuft Ikwe mit. Zurückgelegt Müller. 0:2. Der Knoten ist geplatzt in der 31. Minute. Der 26-jährige Neuzugang von Viktoria Berlin sieht dann, dass es für seinen Mannschaftskollegen nicht weitergeht. Choi mit Verdacht auf Bänderverletzung. Wir wünschen an der Stelle natürlich gute Besserung. Norderstedt macht trotzdem unermüdlich weiter. Hölscher und Behunek. 0:3 nach 37 Minuten. Gut vorgelegt, Behunek, der Dauerbrenner bei Norderstedt, noch keine Minute in der Liga verpasst. Und dann so zielgenau, da gratuliert natürlich auch Teamkollege Jasper Hölscher. Weiterhin alles nach vorne. Super Diagonalball für Kummerfeld. Und Brown, 0:4. 41. Minute, viel Platz da für Kummerfeld und Brown. Beide mit viel Tempo, die Abwehr kommt nicht hinterher, das 0:4 folgerichtig. Also der Treffer für den Kapitän, seine Mannschaft macht trotzdem noch weiter. 44. Minute, Behunek. Nächster zielgenauer Pass, Kummerfeld und diesmal ist Philipp Müller da. Kann den Ball hier ins Tor tragen, sein zweiter Treffer. Zwei Tore hat er auch in der Regionalliga erzielt. Kann hier seine Torjägerqualitäten wieder unter Beweis stellen. 0:5, dann auch der Halbzeitstand. Norderstedt etwas zu schnell für die Gastgeber, auch bei dieser Ecke für Bojacan. Aber diesmal ist Volker Steen zur Stelle. Der 47-jährige Torwarttrainer mit einer klasse Leistung kann hier gleich zwei Treffer verhindern. Aber Norderstedt hört natürlich nicht auf. Müller sehenswert, Marxen per Kopf. Das Ganze nach 53 Minuten. Das 0:6 durch einen lächelnden Juri Marxen. Brown. Schnell kombiniert mit Marxen und Niako. Klasse Kombinationsspiel. Saad vollendet. 0:7 nach 66 Minuten. Ein absolutes Traumtor. Für Elias Saad, der nach Verletzungspause seinen Einstand kurz vor der Winterpause feiern konnte und jetzt die Spielfreude nur so versprüht. Saad, super Solo und Müller fordert den Ball, kriegt ihn auch und macht das 0:8 nach 69 Minuten. Sein dritter Treffer perfekt vorgelegt, da bleibt kein Zweifel übrig und es geht wieder weiter über diesen Elias Saad. Versucht das hier regelrecht zu kopieren. Diesmal muss Müller einlaufen, vollendet aber genauso stark. 0:9, ein Déjà-vu-Treffer in der 73. Minute. Auch hier Volker Steen natürlich machtlos. Das Niveau des Regionalligisten ist man hier einfach nicht gewohnt. Dennoch kommt man nochmal zu seiner Chance. Guter Flankenball und Rakočević macht sich dann lang. Gute Reaktion des Keepers. Es bleibt beim 0:9. Und Norderstedt macht nochmal was. 77 Minuten gespielt. Kummerfeld und dann ist der Ball im Tor. Brown übt zwar Druck aus, aber es war ein Eigentor vom eingewechselten Frederik Ikrat zum 0:10, bitter, macht aber nicht den großen Unterschied. Norderstedt macht's bei sich selber hinten dann nochmal spannend. Nach diesem Missverständnis zwischen
Grau und Rakočević. Es geht aber gut, der Ball rechts am Tor vorbei. Das bleibt auch die letzte Szene der Partie. Norderstedt gewinnt mit 0:10 beim Duvenstedter SV. Die Stimmen jetzt bei Ayat Mohammed.